Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Waffenexperten Herausforderung Nummer 2 machst. Die ist nicht ohne, sage ich dir. Also die ist wirklich nicht ohne, denn du musst wirklich innerhalb von 10 Sekunden 3 Gegner mit einem Wurfmesser töten. Und das ist wirklich nicht so einfach. Aber ich habe eine Methode, die wirklich einfach ist. Erst einmal, bevor ich dir die Methode zeige, erstmal, wo finden wir die Wurfmesser? Wo kriegst du sie, falls du keine hast? Die Wurfmesser kannst du beim Trapper kaufen. Ich zeige dir mal einen auf der Karte. So, hier befindet er sich in St. Denis. Und wenn du weitere Locations haben möchtest, kannst du einfach ein Video von uns angucken. Haben wir alle Locations der Trapper für dich aufgenommen. Jetzt musst du wissen, dass man sowohl Gegner als auch normale Bürger töten darf, als auch Tiere. Und an dieser Stelle auch ein fettes Dankeschön an einige Abonnenten, die haben mich nämlich darauf hingewiesen. Ich habe nicht gedacht, dass Gegner auch Tiere sind. Also, das heißt, du kannst Tiere töten, du kannst normale Bürger töten und du kannst natürlich auch selbstverständlich echte Gegner töten, also Feinde. Nun zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du das ganz einfach machen kannst. Du drückst L1, hältst das fest, dann nach unten hier links, R2, nochmal, nochmal, jetzt hast du das, jetzt loslassen, dann nimm das, dann zielst du, erstmal aufs Pferd, zack, 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 und dann hast du es geschafft. Wie gesagt, ob du das so machen willst, das ist natürlich eine moralische Frage, aber das ist die einfachste Version. Das ist wirklich, so es geht, es am einfachsten. Denk auch dran, den Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst und wir sehen uns bei der nächsten Herausforderung.